Hallo meine Magic Unicorns, ich bin's mal wieder. Entschuldigung, dass ich auf dem Weg zur Location nicht gefilmt habe und an der Location auch nicht. Es ist einfach gewesen, wir sind irgendwann beim Fertigmachen so in Zeitdruck geraten, dass wir dachten, oh scheiße, es muss jetzt einfach nur noch total schnell gehen. Und dann haben wir auch einen Taxidienst ganz schnell angerufen, der ist dann zum Hotel gedüst, hat uns eingesammelt und hat uns dann ganz schnell zu der Location gefahren. Und an der Location waren die verschiedenen Bereiche einzeln unterteilt, also Course und Room, das war zusammen, das war ganz vorne. Danach kam dann eine Absperrung, die war für Scream. Und nach Scream kam dann eine Absperrung, das war Humanoid gewesen. Und ja, hinter Humanoid war dann noch eine Einzelabsperrung, da war dann für die regulären Tickets. Und ja, was ich so mitgekriegt habe, das war ja, dass welche mit den Regulärtickets schon um 5:30 morgens da waren. Wo ich mir auch nicht denke, boah Leute, ihr seid doch echt total Panne. Ihr seid doch echt total Panne, euch da um 5:30 morgens schon die Ärsche abzufrieren, ganz ehrlich. Also, nee, ich hätte das nicht gemacht. Und, ja. Auf jeden Fall, wie heißt das jetzt nochmal? Hab ich den Eindruck... Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass wir die regulären Tickets gar nicht gebraucht haben in dem Sinne, weil wir, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wurde der Code von den regulären Tickets überhaupt gar nicht abgelesen. Also von daher, ja, hätte Scream eigentlich total gereicht, naja, ist auch egal. Ich hatte ein Leo-Top an. Hatte zudem Leo Top meine pinken Öhrchen auf, die ihr ja von Instagram von mir kennt. Dazu hatte ich mir einen Cardigan auch in Leo übergezogen. Oh Gott, jetzt geht meine Stimme langsam weg, aber jetzt erst. Ey, total geil. Und dann hatte ich mir darüber noch mein TH-Hoodie gezogen. Und dann hatte ich noch eine Cutout-Jeans an. Die hatte Cutouts an den Knien und darunter eine Leo-Leggings. Und ja, dazu weiße Turnschuhe. Und dann hatte ich noch einen Leo-Rucksack und ein Tuch hatte ich um, da waren ganz viele Totenköpfe drauf. Ja. Und Leute, ne, es war so mega kalt, also wirklich, das ist auch total unangenehm gewesen, weil auf einmal hat das richtig heftig angefangen zu klästern. Habe ich dann nur irgendwann angefangen so zu singen, ich muss durch den Monsun hinter die Welt. Und ja. Da war dann unsere Berlin-Gruppe auch soweit da, weil wir haben in WhatsApp eine Berlin-Gruppe und da sind wir, glaube ich, so 26 Leute oder so drin. Und welche von denen hatten halt auch Alkohol mitgebracht und weil Alkohol ja auch wärmt, hat mir dann die eine schon mal den ersten Becher fertig gemacht, den hatte ich dann gesoffen, dann hat sie mir irgendwann noch einen Becher fertig gemacht, den habe ich dann auch noch gesoffen. Ja, dann ging es schon langsam so, da war ich schon langsam so ein bisschen so, hui! Und sie hat mir dann eigentlich auch noch einen Jack Daniels Cola mitgebracht, den habe ich leider nicht aufgemacht. Und das ist gewesen, wir stehen da, wir hatten auch ein Dixi-Klo gekriegt und auf einmal kommen Kappa und Pumba raus. Oh mein Gott, Leute, sie sind an uns vorbeigelaufen, ne? Die beiden Hunde, die sind so unglaublich mega süß. Oh, die sind so goldig. Am liebsten wäre ich da sofort hingestürmt, aber habe ich natürlich nicht, ne? Weil man hat ja doch noch eine Beherrschung, ne? Man ist ja kein... ihrer Fan irgendwie, der da, ja, weiß ich nicht, der da irgendwie direkt hinrennt. Und ja, deswegen, ich habe dann nur so Pumbi gerufen und er hat sich dann am Ende auch nochmal umgedreht und oh, das war so süß. Kappa hat auch geguckt, voll goldig. Und ja, das war aber nicht das einzige Mal gewesen, dass ich die Hunde an dem Tag gesehen habe. Ich habe die nämlich nochmal, ich glaube, zwei... Ja, ich glaube, insgesamt dreimal habe ich die Hunde an dem Tag gesehen.
Ich habe sie dann nämlich nochmal gesehen, nachdem das Konzert zu Ende war, ist da Shiro nämlich, weil Shiro hat sich um die Hunde gekümmert, hat die Hundekörbchen auch von A nach B getragen. Deswegen, ja, ich habe das alles ein bisschen beobachtet. Ich war so ein kleiner Stalker. Yeah. It cause. Nein, natürlich nicht. Ja. Also auf jeden Fall, nachdem das Konzert halt zu Ende war, stand ich da irgendwie noch an der einen Tür, wo man auch durchgegangen ist, wenn man halt zu der Bar wollte. Und ja, dann stehe ich da halt so und auf einmal läuft da halt Shiro an mir vorbei mit Puma und Kappa. Und da war irgendwie auch noch ein kleiner Dackel dabei, wo ich mir dachte, ja, welcher Hund ist das denn? Weil den Dackel, den kannte ich überhaupt nicht. Ich konnte den auch nicht zuordnen. Einige haben dann, wo ich denen halt erzählt habe, dass ich dann Dackel gesehen habe, haben die halt angefangen, ja, das war doch der Hund von Georg, der Buddy. Ich nur so, Leute, nein. Das war nicht Buddy. Das war definitiv nicht der Hund von Georg. Weil ich kann den Hund von Georg immer noch von einem Dackel unterscheiden. Also ich bin ja nicht total Banane. Und ja, es war auf jeden Fall halt ein Dackel und der von Georg, der Hund, der ist ja auch so komplett schwarz und total flauschig und das war dieser Hund halt nicht. Das hat mich halt ein bisschen irritiert und ja, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Ablauf. Also wir hatten auch ein wunderschönes grünes Dixi-Klo gekriegt. Das war eigentlich ein Luxus-Dixi-Klo, weil es da drin auch Klopapier gab. Das war echt Luxus. Und ja, das habe ich aber nur einmal wahrgenommen. Also ich bin da wirklich nur einmal reingegangen, wo ich auch wirklich dringend musste. Ansonsten, ja, verkniffen. Wir haben das dann gemacht, weil wir das bei ein paar anderen, die da auch waren, gesehen hatten, haben wir uns Pizza dahin liefern lassen. Und ja, da die Pizza aber nicht geschnitten war, haben wir uns da immer ein paar Stücke abgerissen und haben die dann gegessen und... Ja, ich habe so ein paar Leute gesehen, die ich kannte und ja, dann ging es halt irgendwann los für Scream. Da, Gott, ja, wie ging das denn los? Also allgemein war es erstmal im Industriegebiet gewesen, diese ganze Location. Black Box Music ist in Industriegebiet, hat mich irgendwie total an die Halle Tor 2 erinnert, das war ja auch total Industriegebiet und ja. Ja, es ging soweit der Einlass los für Scream. Wir uns da halt angestellt, weil wir waren eh die Ersten gewesen, die in der Schleuse standen, deswegen wir waren auch sehr weit vorne. Wir da halt so gedacht, ja, okay, alles klar, wir kommen jetzt rein, Wir stellen uns da hin und dann, nachdem ich auch schon durch die Schleuse durch war, hat die eine Security-Frau gesagt, so, nach ihr ist jetzt erstmal Stopp, wo ich auch nur dachte, okay, krass, was ist jetzt hier los? Und ja, ich bin dann halt so nach vorne gelaufen und dann habe ich die eine dunkle, also die hat dunkle Haare und die hat auch schon ein paar Bilder mit Bill gepostet irgendwie, die heißt, glaube ich, auch Natalie oder Natalia. Eins von beiden heißt die auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nicht Natalie Franz. Wobei Natalie Franz auch da war. Eine Freundin von mir, die hat dann nämlich vor Ort dann noch nach dem... alles klar. Ja, ich habe es gerade voll geraucht, deswegen dachte ich gerade, hey, was geht jetzt ab? Ja, auf jeden Fall war die Natalie Franz auf jeden Fall auch da. Mit ihr hat nämlich nach dem Konzert eine Freundin von mir noch ein Foto gekriegt. Und ja, sie hat mich leider nicht darauf hingewiesen, dass Natalie da war, weil sonst ja wäre ich auch zu Natalie gegangen, weil ich finde Natalie total toll. Also ich mag Natalie Franz. Ich kann nicht verstehen, wie manche Leute irgendwie sie als, ja weiß ich nicht, Schlampe darstellen können oder so. Es unterstellen ja auch viele, sie hätte irgendwie, weiß ich nicht, eine Affäre mit Bill oder so. Dem ist natürlich überhaupt gar nicht so. Bill und sie sind halt einfach total dicke miteinander. Die verstehen sich einfach super. Ich meine, er hat sie auch bei dem Magic Stripes, da bei diesem Projekt, was sie gestartet hatte, was ja dann auch
sehr gut nach oben gestiegen ist, muss man sagen, ja, hat er sie ja auch ein bisschen unterstützt. Und deswegen, also ja, gegen Natalie Franz würde ich niemals im Leben was Negatives sagen. Über die andere Natalie oder Natalia oder wie die heißt, die mit den dunklen Haaren, auch nicht. Weil, ja, sind wir mal ganz ehrlich, wir kennen diese Leute einfach auch nicht und können deswegen auch nicht über sie urteilen. Ja, zum Thema Charmaine muss ich natürlich nichts sagen. Nein. Wer mich kennt, kennt persönlich meine Meinung in Bezug auf Charmaine. Deswegen, ich werde über diese Person im Video nicht wirklich was sagen, weil, ja, ich habe da ehrlich gesagt einfach keinen Bock drauf. Ich will über diese Person nicht reden. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich sie nicht sonderlich mag. Obwohl ich sie halt auch nicht persönlich kenne. Aber ja, es gibt da so ein paar klitzekleine Punkte, die mir an der Frau einfach nicht gefallen. Und deswegen, ja, naja. Ja, kommen wir jetzt einfach wieder auf den Punkt zurück. Also da stand sie halt, die Natalia oder Natalie. Ich nenne sie jetzt einfach mal Natalie. Wenn das falsch ist, dann ja, könnt ihr mich ja ohrfeigen. Auf jeden Fall stehe ich da halt und ja, sie hat mir dann erstmal das Bändchen umgemacht. Das war dieses Mal das lilane Bändchen gewesen. Das da, das seht ihr jetzt. Einfach nur so lila, fand ich ein bisschen schade. Aber ja, lila ist eine von meinen Lieblingsfarben, deswegen habe ich mich wieder gefreut. Da ist das Band von unserer Gruppe 18.11.2017. Dann ist dann noch das, ja, das DM steht da wieder drauf und dann ist dann noch das TH-Logo. Die wurden ja wieder in einer Großbestellung gemacht. Ich habe von den Männern jetzt dann noch zwei, also ich habe insgesamt von diesem Band drei Stück. Und ja, falls da jemand von euch Interesse an einem Band haben sollte, könnt ihr mir ja schreiben, dann würde ich euch das auch zusenden. Falls ihr auch in Berlin auf dem Konzert wart und ja, dann würde ich euch das auf jeden Fall zusenden. Ja, dann hat sie mir das Bändchen umgemacht und hat mir den VIP-Pass in die Hand gedrückt. Ich habe gedacht, es läuft ehrlich gesagt so ab wie im März, aber war überhaupt nicht so. Wirklich, sie hat einem das Band umgemacht. Ich habe auch gesagt, hallo, sie dann halt auch, hallo, total höflich und nett. Und hat mir dann das Bändchen umgemacht und den Pass gegeben. Da habe ich dann Danke gesagt. Sie hat dann noch den Code eingescannt und ja, dann war das gewesen, die eine Freundin, die vor mir war, die hatte keinen Aufkleber gekriegt. Und sie meinte aber, sie will so gerne einen Aufkleber haben. Und dann habe ich zu Natalia gesagt, kann meine Freundin vielleicht so einen Aufkleber haben? Und sie nur so, ja klar. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, ja hier, nimm dir einen. Und habe ihr halt einen gegeben. Ich habe mir dann auch einen genommen. Da mussten wir erstmal wieder raus in die Kälte und mussten uns draußen so seitlich anordnen. Und da hat sich dann die ganze Scream-Gruppe irgendwie versammelt. Es ging immer gruppenweise. Ich glaube, immer fünf Leute hatten Check-in und dann mussten die, wenn die fertig waren, wieder raus und sich hinten anstellen bei uns. Und ja, dann ging es halt irgendwann auf jeden Fall rein, dass wir natürlich nicht die ganze Zeit draußen in der Kälte stehen mussten. Das war richtig geil. Das fand ich richtig freundlich von Treehouse. Also da kann ich nicht nörgeln. Und ja, wir gehen halt so rein. Da wir halt relativ weit vorne standen, da das Ganze da ein Schlauch war, hatten wir natürlich Glück gehabt. Und ja, auf jeden Fall waren da auch die Toiletten. Also wir standen ehrlich gesagt, also wir sind so reingegangen und dann standen wir erst so in der Reihe. Und dann hat sich das aber immer weiter so gebildet und dann stand zum Beispiel eine Person neben mir und dann ging das immer so weiter. Das ging bis fast draußen hin. So viele Leute hatten Scream. Also echt, das waren so viele Leute wie noch nie. Ja, die hatten übertrieben viele Scream-Pakete dieses Mal. Das waren bestimmt, weiß ich nicht, 50, wenn nicht sogar 60 Leute. Wo ich auch nur dachte, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. So viele Scream-Leute. Ja, weil, ja, das hat mich einfach total geflasht. Ich habe mir auch nur gedacht, oh wow, Jungs, wäre doch mal besser gewesen. Ihr hättet wieder, weiß ich nicht, irgendwie lieber nur 20 Leute oder so gehabt für Scream, anstatt jetzt so viele, weil, ja.
Es war teilweise dann doch nicht so angenehm beim Scream, das werdet ihr noch erfahren. Auf jeden Fall, ja, wir stehen da halt und warten. Und wir konnten dann halt schon so ein bisschen so hören, wie da halt die Instrumente getestet wurden und Bill hat dann schon gesungen. Da haben wir dann teilweise schon mitgesungen, alle auf dem Gang. Dann habe ich mich zwischenzeitlich schon ausgepult. Also ich habe schon den Hoodie ausgezogen und den Cardigan, weil ich schon so dachte, ja, gleich geht's in die Halle, da wird es ja auch warm drinne sein. Und ja, dann haben wir halt gewartet. Dann ging irgendwann die Tür auf und Leute, wirklich, ne, die lernen es nicht, weil ich hatte den Eindruck, dass wirklich der Größteil Franzosen waren. Also wirklich, das war auf der einen Seite total traurig. Ja, also irgendwie scheinen manche Fans es wirklich nicht zu lernen, weil sobald die Tür da aufging, wurde wirklich gedrückt und geschubst. Und wo ich mir auch noch dachte, boah Leute, wisst ihr, was sind wir noch kleine Kinder? Sind wir, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre alt oder was? Dass wir uns aufführen müssen wie die blöden Irren und hier drücken müssen. Echt ohne Scheiß, da hat das in Köln wirklich super einfach easy peasy geklappt im E-Werk. Das war da wirklich total angenehm im Gegenzug zu Berlin. Also da war Berlin wirklich eine Katastrophe und ja, auf jeden Fall war ich dann endlich auch drin. Wir sollten dann in der einen Ecke unsere Taschen abstellen und ja, ich habe dann halt geguckt, wo Platz ist und habe mich dann so, ja, so irgendwie hingestellt, wo Tom auf dem Hocker saß und wo Bill auf dem Hocker saß, stand ich dann so zweite Reihe. Die haben auch gewunken, wo sie reingekommen sind, weil ich auch gewunken hatte. Und ja, Bill hat dann auch irgendwie gesagt, boah, ihr seid ja total viele und war auch mega überrascht. Und ja, in der ersten Reihe vor uns standen nämlich total abgedrehte Weiber, den ich am liebsten zwischendurch mal richtig heftig die Fresse poliert hätte. Sorry, dass ich das sage, aber es ist wirklich so. Die ging mir so dermaßen auf die Nerven. Ich wollte einen schönen, ruhigen Soundcheck haben und diese Tussen da vorne, ne, echt ohne Scheiß. Blamage hoch 13. Ehrlich gesagt, haben die erstmal total dumm angefangen, blöd rumzutanzen. Dann singen die da irgendwelche Lieder in einer Fremdsprache, die ich noch nicht mal kannte, und lassen irgendwelche komischen Sprüche von sich ab. Und die eine rammt dann noch einer Freundin von mir ihren Arsch irgendwie fast in den Bauch, wo ich mir auch nur dachte, ey, Mädel, geht's bei dir irgendwie noch? Und ja, also, es ist wirklich teilweise so. Manche Franzosen führen sich hier in dem Gastland, wenn die hier auf ein Tokyo Hotel Konzert gehen in Deutschland, führen die sich wirklich auf wie der letzte Trampel und ja, wirklich. Ich würde, wenn ich irgendwie zu Gast, weiß ich nicht, in Italien oder so bin, auf ein Konzert, ich würde mich nicht so aufführen, aber naja, ne, geben das seine. Auf jeden Fall haben die Jungs dann halt angefangen. Sie haben, was haben die denn nochmal gespielt? Genau, die haben Schwarz gespielt. Das war aber komplett auf Englisch. Dann kam irgendwann Cotton Candy Sky bei dem Soundcheck. Oh mein Gott, Leute. Echt ohne Scheiß. Vor allem dann auch noch die geile Stille mit Bill und Tom. Oh, ich bin fast gestorben da vorne. Das war richtig geil. Und was haben die dann noch? Nee, what if nicht? Nee. What if war das, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Schwarz, also Black und Cotton Candy Sky. Das waren die beiden Lieder, die auf jeden Fall gespielt wurden. Bei dem dritten bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Sorry, aber mein Hirn ist manchmal ein lochrigeres Sieb. Mein Gott, mein Deutsch wieder. Und ja. Danach ging es dann los. Der Shiro, der hat uns nämlich erstmal alle nach hinten gejagt. Wir mussten alle nach hinten. Und ja, da musste ich, worauf ich überhaupt gar keinen Bock hatte, mit in die erste Gruppe beim Gruppenfoto. Und ja, wirklich ohne Leute. Ich stand überhaupt nicht da, wo ich stehen wollte. Ich musste bei, ja, ich stand ehrlich gesagt irgendwie überhaupt gar keinem von den Jungs. Ich stand nämlich total am Ende.
Das war richtig unfair, wo ich mir auch nur dachte, ja, danke schön, weil eigentlich war mein Plan gewesen, zwischen Bill und Tom zu stehen oder im Notfall auch noch bei Georg. Und ja, das ist überhaupt in die Hose gegangen. Ich stand total am Ende. Ich habe mich am Ende am Geländer festgehalten, wo ich auch nur dachte, ey, ja, toll, super. Und ja. Ich habe dann auch Georgie gesagt, aber Georg hat natürlich nicht reagiert und ja, irgendwie haben die Jungs allgemein nicht reagiert, wobei ich zu den Hi gesagt habe, aber naja, gut, ne? Ja, was willst du machen? Ist halt einfach so. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie sauer bin oder so. Ich bin halt nur ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht da stehen konnte, wo ich eigentlich stehen wollte beim Gruppenbild, aber naja, shit happens, ne? Die Hauptsache ist, dass ich auf dem Bild mit drauf bin und ja, dann habe ich halt noch so gesagt, so Power Rangers Power für das Foto halt einfach und ja, dann wurde halt das Foto gemacht und dann hieß es ganz schnell, also ihr musstet ganz schnell dann wieder eure Sachen holen, was leichter gesagt war als getan, ehrlich gesagt, weil ich total schon die Panik geschoben hatte. Ich habe meinen Rucksack nämlich erst nicht wiedergefunden. Ich nur so, boah, scheiße, mein Rucksack ist weg. Oh nein, oh nein. Ich nur so, boah, scheiße, das kann ich angehen. Und ja, habe ihn dann Gott sei Dank irgendwann doch noch unter einer fremden Decke wiedergefunden, also unter einer fremden Jacke. Hab mir den gekrallt, da hieß es dann erst, wir müssen raus in den Raucherbereich. Da standen wir dann auch und ja, dann habe ich halt irgendwann erfahren, dass wir durch den Raucherbereich wieder raus müssen. Da war dann so ein Spalt, da konnte man durchgehen und musste sich wieder neu anordnen. Und ja, wir dann halt, also wieder nach draußen gegangen, haben uns dann wieder in der Schleuse dabei Scream eingeordnet. Und ja, da standen wir wieder ganz weit vorne. Und ja, dann kamen noch welche und die eine, die hatte erst eine andere gerufen, die ich kenne, die auch da war, die stand aber bei Room, sie hat sie nicht gehört, deswegen. Und dann hat die mich auf einmal angesprochen, weil die halt neben mir stand, ob sie ein Interview mit mir machen kann. Und ich nur so, okay, ja. Fängt sie halt da so an, ja, seit wann bist du denn Tokyo Hotel Fan? Und was müsste passieren, dass du kein Fan mehr wärst? Und ja, was macht Tokyo Hotel für dich aus? Also, was ist dieses, was dich dazu in dem Sinne zwingt, Fan zu bleiben? Was kitzelt dich daran? Und bli und bla. Und ich nur so, ja, ich kann das ehrlich gesagt nicht wirklich in Worte fassen. Sie sind ein Teil von mir, habe ich dann so gesagt. Und ja, sie hat sich dann irgendwie noch meinen Namen notiert, also The Tokyo Mouse. Und sie hat mir auch sofort über Instagram dann eine Nachricht geschickt, also eine Anfrage, wie ich sie dann natürlich auch direkt angenommen habe. Und ja, eine Freundin von mir meinte, dass sie eine von der Bild wäre, aber ja, ich hatte den Eindruck, dass die Frau nicht von der Bild war, sondern sie hat am Anfang irgendwas anderes gesagt. Und ja, naja. Auf jeden Fall waren da dann auch noch ein paar Abonnenten von mir bei, mit denen habe ich dann noch ein Foto gemacht. Und ich habe schon zu denen gesagt, nee, macht ihr das lieber, weil ich kenne mich ja. Hin und wieder lasse ich Handys fallen und ich will dann natürlich nicht die Schuldige sein, wenn dann Handy von einem Zuschauer irgendwie zu Bruch geht. Also nein. Da lege ich überhaupt gar keinen Wert drauf, das muss nicht sein. Und ja, haben wir halt dann noch ein paar Fotos gemacht und ja. Ich bin auf der einen Seite auch total traurig, weil ich hatte ja beide Pakete von den Buttons, hatte ich mir ja mal bestellt. Und ja, von den Buttons, das waren ja insgesamt, wenn man beide Pakete zusammengerechnet hat, 10 Stück sind 5 Stück jetzt weg, weil ich hatte die an meinen Leo-Rucksack gemacht und ja, ich weiß nicht. Ich war der festen Meinung, dass die an meinem Rucksack festgemacht waren und bin davon ausgegangen, dass es den Tag über hält und ja, die sind mir wohl irgendwann abgefallen, alle 5 und ja, auf jeden Fall macht mich das mega traurig und ja, ich muss mal gucken, dass ich mir dann neue bestelle.
Weil ich will die auf jeden Fall wieder haben. Ist ja nicht so, dass ich jetzt so sage, weil ja, ich scheiß da drauf. Nein, ich will die wieder haben und werde mir die dann, denke ich mal, aber an diesen Rucksack nicht mehr dran machen. Weil dafür sind die mir echt zu schade. Ich meine, jedes Paket kostet nämlich 10 € und ja, da sind die mir echt zu schade für. Ich meine, ich hätte mir natürlich auf dem Konzert da schon direkt vor Ort ein neues Paket kaufen können, weil die da auch verkauft wurden, aber das habe ich nicht gemacht. Nee. Naja, ja. Dann. Ja. Dann war dieses Interview da halt auch beendet. Sie hat das auch aufgenommen mit ihrem Handy. Dann ging halt der Einlass los für Room erst. Und dann irgendwann für Scream. Und ja. Da mussten wir dann halt wieder unsere VIP-Bänder zeigen und unsere VIP-Pässe. Okay, da wurde das Ticket dann doch eingelesen und ja. Dann ging es in die Halle. Ich geguckt, wo ist es am leersten und ja, ich habe mich dann so in die Mitte gestellt. In der Mitte standen wir dann so fünfte Reihe ungefähr. Ich habe mich da auch breit gemacht, weil zwei andere, die eine, die musste noch auf Toilette und die andere wollte noch eben zum Fanstand und ja, da habe ich dann halt so lange gesagt, ja mach das mal, ich halte hier vorne dann so lange Plätze frei. Und dann kam die auf jeden Fall auch wieder und ja, wir uns halt dann hingestellt. Ich hatte auch meine Filet-All-Handschuhe dabei, weil die habe ich mal einem Fan abgekauft und mit dem einen war ich dann immer so am Wedeln und habe dann so damit rumgetanzt und ich hatte an dem einen Handgelenk auch einen Leuchtstab, mit dem habe ich auch die ganze Zeit rumgefuchtelt und ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall standen wir dann halt da, weil ich mich irgendwann noch hingestellt hatte. Die eine hatte sich dann noch einen Becher Champagner geholt, wovon ich auch die Hälfte getrunken hatte. Kam gut auf die zwei Becher Sekt, die ich vorher hatte, noch einen halben Becher Champagner. Und ja, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie voll ich war, Leute. Also ich war wirklich richtig angeheitert und ja, bin da rumgehüpft wie so ein Flummi. Und ja, hab auf Bill gerufen und alles Mögliche. Also, ja, auf jeden Fall fand ich, dass mein Gesang sich nicht so schrecklich angehört hat wie auf manch anderen Videos. Und ja, wir stehen dann halt so. Und der Vorhang war halt noch zu. Und dann habe ich so hinterm Vorhang so ein Licht gesehen. Und ich dann nur zu den meinen Mädels so: Guck mal da, den Jungs wird der Weg geleuchtet. Da ist eine Taschenlampe. Gucken die so und sagen so, oh ja. Und ja, dann ging halt irgendwann das Konzert los. Leute, wir waren wirklich mega nah an der Bühne dran. Es war richtig geil. Und ja, wir hatten ja auch zwei Fanaktionen geplant. Hatte ich eigentlich in dem einen Video schon gesagt, aber ich kann das hier irgendwie nicht hochladen. Da spielt das YouTube irgendwie nicht mit. Ich weiß nicht warum. Da wird das Ladesymbol angezogen, das angezeigt, dass es hochlädt, aber es lädt nicht hoch, da steht die ganze Zeit eine Null und ja, naja. Auf jeden Fall, ja, wir stehen da halt so, es ging halt richtig ab. Bill ist irgendwann bei einem Song wohl auch seine Hose gerissen. Das hat er nämlich gesagt. Er hat dann nämlich so gesagt, seine Hose ist gerissen. Und das sah so geil aus, wie er sich unten in den Schritt geguckt hat. Richtig geil. Und ja, auch nicht schlecht. In einem Konzert ist sein Reißverschluss offen. Bei uns platzt bei uns platzt die Hose. Besser geht's doch gar nicht. Echt. Ja, aber irgendwie hat er mir auch leid getan. Ich dachte in dem Moment auch nur so, ah Junge, ich würde dir jetzt so gerne mein Tuch geben, dass du dir das irgendwie umbinden kannst. Aber naja. Ging ja nicht. Und ja, auf jeden Fall hatten wir geplant, wir hatten so Flyer fertig gemacht, dass wir, wenn Black dran kommt, alle auf Englisch singen. Und ja, wir hatten dann auf jeden Fall auch die Songtexte dabei und hatten die halt auch unter Fans verteilt. Und ja, dann hat Bill das auf jeden Fall auf Deutsch angekündigt und hat auch auf Deutsch losgelegt. Ich habe erstmal eine ganze Weile auf Englisch gesungen, muss ich wirklich zugeben, weil ich dachte, der will uns ein bisschen verschaukeln. Und ja, dann habe ich aber gemerkt, dass dem gar nicht so war. Die haben auch gegrinst, also die waren wohl auch mega glücklich. Und ja, ich habe dann irgendwann auf Deutsch auch mitgesungen.
Und ja, konnte dann diesen Flyer ehrlich gesagt wegwerfen, weil die Sache ja eh gelaufen war. Von daher, ja. Dann hat er zwischendurch wirklich sehr viel auf Englisch geredet. Er hat aber auch auf Deutsch geredet. Das war irgendwie immer ein bisschen geteilt. Dann ja, kam irgendwann durch den Monsun und bei durch den Monsun habe ich eine Fanaktion geplant gehabt. Und ja, ich bin so glücklich, dass es funktioniert hat. Dankeschön an jeden einzelnen von euch Aliens da draußen, der mitgemacht hat. Vielen lieben Dank und ja, dass ihr mich so unterstützt habt. Weil ich hatte nämlich eine Fanaktion geplant, dass wir so grüne Herzen machen, grün wegen Aliens halt. Und dass wir da in schwarzer Schrift draufschreiben, für immer jetzt. Und ja, auf jeden Fall sollten die eigentlich nach, dann wird alles gut, wenn Bill wieder anfängt. Ich muss durch den Monsun, sollten die eigentlich hochgehalten werden. Aber ein paar haben die halt über das ganze Lied hochgehalten. Fand ich ehrlich gesagt nicht schlimm. Und ja, die Jungs haben es auf jeden Fall auch gesehen und haben heftig gesmiled. Was mich natürlich auch gefreut hat. Und ja. Dieses Mal kam auf jeden Fall auch goldenes Konfetti runter, was ich richtig toll fand. Es war blau und gold. Und ja. Gustav war auch gut drauf, weil wir haben zwischendurch auch Gustav gerufen. Also wir haben wirklich jeden der vier geehrt. Keiner wurde irgendwie ausgeschlossen. Das fand ich natürlich supi. Und ja, da war Gustav dann auch mal kein Stinkstiefel. Also er hat da mal gelächelt und war gut drauf. Und ja, er hat dann am Ende seine Laola-Welle mit uns gemacht. Die hat er in Köln. In Köln hatte er die mit uns auch gemacht, aber in Oberhausen leider nicht. Und ja, deswegen hat er sie dann wieder mit uns gemacht in Berlin und das war richtig super. Und ja, dann hatte ich mich am Fanstand angestellt und habe mir das T-Shirt in XXL geholt, das Tour-T-Shirt, wo die Daten hinten draufstehen und hier steht dann halt so in gelber oder goldener Schrift Tokyo Hotel drauf. Und ja, ich wollte erst das andere Dream Machine T-Shirt holen, nur mit dem Bild vorne drauf. Das gab es leider aber nur noch in S oder M. Und da habe ich dann gesagt, nee, 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 das nehme ich dann nicht, dann nehme ich das andere. Und ja, das sollte erst 40 € kosten. Da ich aber VIP hatte, wurde das 4 € runtergesetzt. Also ich habe es für 4 € günstiger gekriegt. Hab dann noch der Verkäuferin die 4 € als Trinkgeld geschenkt, weil sie kein Wechselgeld hatte und ich das Oberteil aber auf jeden Fall haben wollte. Und ja, dann stehe ich halt da so an der Seite. Und auf einmal gehen die Jungs an mir vorbei, gehen so, ja, gehen die Jungs halt so an mir vorbei, die gehen da so eine Treppe hoch an der Bühne. Und da oben war dann noch so ein Raum. Da laufen die erstmal über so ein ganzes Stück drüber. Ich dann so gewunken. Die haben auch wieder runter gewunken. War so richtig geil. Und ja, dann sind die erstmal da in den Raum reingegangen. Ich weiß nicht, was da drinne war. Auf jeden Fall sind da auch die Kursleute reingegangen. Ich glaube, das war irgendwie ein Backstage-Bereich oder so. Und ja, wir haben halt dann noch auf die anderen so ein bisschen gewartet, die da auch waren. Da habe ich dann unter anderem auch noch zwei Fans durch Zufall gesehen. Die haben hier auch einen YouTube-Kanal. Die sind auf einem Konzert, fragt mich nur bitte nicht mehr, wo das war, das weiß ich nicht. Sind die auf jeden Fall in Dirndln auf die Bühne gegangen und haben da abgedanced. Und ja, ich habe die auf jeden Fall gelobt und die haben sich auch gefreut. Die wussten direkt mit meinem Namen auch was anzufangen, weil es ist irgendwie so, wenn ich so sage, so Tokyo Maus, macht es bei dem einen oder anderen direkt Ding und ja, naja. Ich habe ja auch von einer gehört, dass vor Ort gesagt wurde, dass meine Videos merkwürdig seien und ja. Denke ich mir dann auch immer nur so, Leute, was habt ihr eigentlich gegen mich? Aber naja. Ja, es ist halt einfach so, es gibt Leute, die einen mögen und es gibt Leute, die einen nicht mögen. Es ist einfach so, das muss man halt einfach akzeptieren.
Und ja, auf jeden Fall war es das halt gewesen. Dann sind wir noch alle rausgegangen und haben uns davor versammelt, weil wir halt vorhatten, auf die Humanoid-Leute zu warten. Die mussten dann alle rüberlaufen in das andere Gebäude wieder. Die mussten dann mit dem Fahrstuhl fahren. Und wir warten. Es war wirklich mega kalt draußen, Leute, ne? Ich habe mir echt einen Arsch abgefroren. Das wäre nicht schlecht gewesen, über dem Hoodie noch was drüber zu haben. Und ja, auf jeden Fall stehen wir da und auf einmal, wirklich ohne Scheiß, kommen die Jungs raus, ne? Oh, Leute. Ja, das Pferd so gepocht, das ist mir fast in die Hose gerutscht. Ich dachte so, Alter, scheiße, ich fühle mich jetzt wieder wie bei Schlag den Star. So also zurückversetzt irgendwie, nur ohne Security. Das war richtig krass. Also, ja, der Security, der hat jetzt nicht irgendwie gesagt, bitte Abstand halten oder so. Das ist nicht gewesen. Ich meine, wir sind ja auch nicht irgendwie direkt zu den Jungs hingestürmt oder so. Sie sind mega nah an uns vorbeigelaufen, wirklich. Und ja, mir ist dann hinterher der Gedanke gekommen, warum habe ich jetzt nicht gefragt, ob ich das Selfie von Schlag den Star nachholen kann? Weil, ja, es ist ja bei Schlag den Star leider passiert, dass ich nicht auf den Auslöser gedrückt hatte. Und deswegen ist das Selfie mit Bill ja leider nicht da. Das existiert ja leider nicht. Und ja. Deswegen, das wollte ich erst fragen, aber ja, es ist mir hinterher erst wieder in den Kopf gekommen, warum habe ich jetzt nicht gefragt? Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, auf jeden Fall, wir stehen da halt, die Jungs laufen an uns vorbei. Ich habe denen auch nochmal gewunken, ich habe denen auch eine gute Nacht gewünscht. Sie haben mich angeguckt, sie haben Danke gesagt. Dann habe ich gesagt, lasst euch gut volllaufen, weil da hat der Alkohol auch ein bisschen aus mir gesprochen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann noch zu denen hinterhergerufen, wir lieben euch. Und ja, dann sind die Jungs auf jeden Fall auch nach drin verschwunden. Wir standen da noch eine ganze Weile. Da kamen dann irgendwann noch welche raus aus dieser Blackbox mit einem kleinen Mädchen. Das kleine Mädchen, das war so süß, ne? Die hat da zu jedem wirklich Tschüss gesagt. Oh, das war so goldig. Ja. Und dann wurden wir irgendwann verjagt. Wir mussten dann nämlich nach vorne an die Straße. Wie sich das anhört, wir mussten nach vorne an die Straße. Ja, wie so Prostituierte irgendwie. Ja. Und ja, wir standen dann da halt. Und ja, was ich mir eigentlich schon gedacht hatte, das war, dass ganz oben in dem einen Gebäude Party ist, und da war auch wirklich Party. Da waren die Jungs dann nämlich auch, das hatte ich mir nämlich schon so gedacht. Und ja, auf jeden Fall standen wir da vorne und eine hatte dann Großraumtaxi gerufen, weil wir waren dann mittlerweile schon 5 Leute, die zurück zum Hotel wollten. Und ja, irgendwie kam das Taxi dann aber nicht. Und ja, dann kam endlich irgendwann ein Großraumtaxi und da war eine Französin, Leute. Die hat wirklich angefangen, ohne Scheiß und Stress zu schieben. Und die eine dann nur so, ey, ja, hallo, das ist unser Taxi, wir haben angerufen, bla 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 bla. War halt die eine von uns. Und ja, dann hat die Französin so mega angefangen, mit der Hand vor ihrem Gesicht rumzufuchteln. Ich habe schon gedacht, Alter, du hast gleich ihre Hand im Gesicht kleben, ne? Echt ohne Scheiß. Diese Französin, die war sowas von mega rotzfrech. Ich hätte ihr am liebsten, weiß ich nicht, hätte ich ihr, ja. Nee. Ja. Ich hätte ihr am liebsten eine runtergehauen, hätte ich natürlich eh nicht gemacht, weil ich nicht der Mensch dafür bin. Ich sag das eigentlich immer nur so, aber ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall hat sie uns dann noch auf Französisch beleidigt und ja, wo das Taxi weg war, habe ich sie dann auf Polnisch beleidigt, damit das gerecht war, habe ich sie auf Polnisch beleidigt und ja, ich kann so ein klitzekleines bisschen Polnisch. Ich kann nicht besonders viel, aber ich kann so ein klitzekleines bisschen Polnisch. Deswegen, ja, das konnte ich dann auf jeden Fall.
Und dann haben wir halt da die ganze Zeit gewartet und ja, irgendwann muss dann wohl die Natalie Franz da lang gelaufen sein. Auf jeden Fall hat die eine Freundin von mir ein Foto mit ihr gekriegt. Hätte ich auch gerne gehabt, weil die Natalie mag ich wirklich sehr. Und ja, dann kamen halt noch zwischendurch so ein paar Freunde da irgendwie von den Jungs raus. Die haben da wohl eine von denen zum Taxi gebracht und ja, mit denen haben wir uns dann noch so ein bisschen unterhalten mit denen. Der eine, der hatte auch ungefähr so ein bisschen so ein Haarstyling wie Bill. Der hatte so einen Anzug an, so in golden irgendwie, mit so Weinrot war das, glaube ich, dran. Das sah richtig toll aus. Und ja, ich habe so gedacht, dass die eine vielleicht Model wäre und dass die dadurch halt irgendwie mit denen in Kontakt getreten ist. Aber sie meinte dann zu mir, dass es durch Styling passiert ist. Und ja, fand ich auf jeden Fall cool, mit denen zu reden, weil wir haben auch normal mit denen geredet, weil ich würde ja jetzt nie wie so eine Irre hinrennen und würde so sagen, oh mein Gott, wie hast du es geschafft, mit dem befreundet zu sein? Oh mein Gott, erzähl, erzähl, erzähl. Das würde ich niemals machen. Wir haben halt einfach ganz normal gefragt, wie habt ihr das eigentlich geschafft, in Kontakt zu treten mit denen? Und ja, die eine hat es dann halt beantwortet. Dann, ja, hat die eine Tom noch oben stehen gesehen, wie der da kurz am Fenster stand. Sie hat dem auch hochgewunken und ja, naja. Wir standen, glaube ich, 2 Stunden oder so standen wir da an dieser Straße. Dann kam endlich irgendwann mal ein Taxi, nachdem wir nochmal angerufen hatten. Ey Leute, ich war so froh, wo ich endlich im Taxi saß. Und ja, dann sind wir zum Hotel gefahren, ganz schnell ins Hotel rein. Wir waren im MK-Hotel in Berlin. Das Zimmer war ganz in Ordnung. Also ja, es war sehr ordentlich. Das, was mir nur nicht gepasst hat, war, dass ich auf dem Kopfkissen und an Deckenbezug fremde Haare hatte. Das waren nämlich Haare, die nicht von mir stammten und auch nicht von meiner Zimmermitbewohnerin in dem Moment, weil das konnte ich nämlich gut beurteilen. So kurze Haare habe ich nicht und sie hat keine dunklen Haare. Und ja, ich habe die Haare dann auf jeden Fall irgendwie entfernt, weil ich natürlich nicht in fremden Haaren schlafen wollte. Und ja, wir hatten in dem Zimmer auf jeden Fall eine Garderobe hatten wir, also wir konnten die Jacken aufhängen. Darunter war dann so ein Fach, da habe ich meinen Rucksack und meine Reisetasche reingestellt. Darunter war dann noch ein Fach, da konnte man seine Schuhe reinstellen. Dann kam eine Schrankwand. In die Schrankwand haben wir soweit unsere Sachen reingepackt. An der Schrankwand war vorne noch eine Tür dran. Hinter dieser Tür befand sich das Badezimmer. Das war wirklich schön. Die Dusche war richtig schön groß. Ja, die Toilette war einigermaßen sauber. Also da konnte man auch nicht meckern. Es war halt ein Badezimmer, ein kleines. Es war wirklich sehr angenehm. Und ja, wir hatten dann noch ein Doppelbett gehabt. Das war irgendwie so ein Boxspringbett, hatte ich den Eindruck irgendwie. Da stand dann am Fenster, da hatte sie ihre Seite. Ich habe auf der anderen Seite geschlafen. Auf der anderen Seite war ein Nachttisch. Da habe ich dann mein Handy und so weiter draufgepackt. Und ja, vorne stand dann noch ein Schreibtisch mit einem total heruntergekommenen und versifften Sessel, weil an dem Sessel waren zigtausend Flecken dran, wo ich auch nur dachte, ja, wirklich sehr hygienisch. Da stand dann noch ein Mülleimer und in der einen Ecke stand, ich habe es immer genannt, eine Designerlampe. Das war so eine schwarze Lampe mit Schirm. Und ja, oben war dann noch ein Fernseher. Da haben wir dann auch ein bisschen Fernsehen drauf geguckt. Und ja, wenn man durch die Zimmertür gekommen ist, war auf der Türenseite.